Teilt eure Weisheit mit mir. Hallo und herzlich willkommen wieder zu diesem Samstagabend. Heute gibt's einen normalen Stream im Endeffekt. Ja, zumindest zunächst mal, denn wir spielen die Kampagne weiter von der Bastion. Ich bin jetzt Ruhmstufe 5 und es kann hier weitergehen. Und da das Video danach auf YouTube kommt, lasst mal keine Song-Requests. Die letzte Prüfung des Aufstiegs ist gefährlich. Da Pelagos noch nicht bereit ist, fordere ich euch auf, Player zu begleiten. Spielen? Ich verstehe. Claire, ich glaube an euch. Ich kenne niemanden, der den Aufstieg mehr verdient und bin so stolz. Danke, Pelagos. Das bedeutet mir so viel. Wir treffen uns dann am Hof des Jubels, Champion. Der Hof des Jubels? Da hinten. Ah ja, für die Leute auf YouTube ist es vielleicht ein bisschen interessant, wie ich aktuell meinen Transmog habe. Da ja die Bastion doch nicht so golden ist, wie ich das dachte, sondern eher so bläulich angehauchte Leute sind, habe ich mir gedacht, mache ich mir auch so ein eher bläuliches Transmog und habe hier diese Kristallschultern genommen. Dann hier auch diese zusammenpassende Brust und Hose zusammen mit diesem blauen Gürtel. Und halt auch dieses Schwert, was ich hier schon bekommen habe, das passt dann hier ganz gut. Das ist ganz stylisch soweit. Aber jetzt machen wir einfach mal die Story-Kampagne weiter und gucken, was uns erwartet. Ja, am besten dahin vor. Holzen aus. Wie man die Laufgeräusche ganz schnell hört, noch wenn man da rumrasen will. Kommt die Reitgeschwindigkeit schon wieder zu langsam vor. Das ist immer das gleiche Phänomen, wenn man eine Zeit lang immer bloß Fuß unterwegs sein konnte, weil man nicht fliegen durfte, dann das Reiten irgendwann wieder ewig lang vor. Obwohl man ja nach wie vor die höchste Reitgeschwindigkeit hat, wie vorher auch, aber ist halt dann einfach so wieder im Gefühl drin. Die Sache ist ja, diese ganzen Wächter und Roboter haben ja eine goldene Rüstung. Problem daran ist nur, dass meine Traditionsrüstung viel heller leuchtet. Passt dann überhaupt nicht dazu. Wenn man mit der Traditionsrüstung bei denen in der Hauptquartier oder in der Bastion steht, dann merkt man das richtig, dass man da eigentlich farblich überhaupt nicht reinpasst. Deswegen habe ich mich dann eher dazu entschieden, mich dem Blau anzupassen als Gold. Müssen wir mal umschauen, ob es auch so eine dunkelgolde. Die Verschmähten wollen unseren Aufstieg verhindern. Sucht die anderen. Wenn die Verschmähten welchen denken, Herausforderungen sie können uns steht aufhalten, ihr gegenüber? Sind sie Narren. Da kriege ich das zweite Set-Teil. Mittlerweile wir ist konnten so viele Kyrianer das schon wieder vom überholt. Abkommen. Warum haben sie die beeinflussbaren Aspiranten mit sich genommen?
Kommt, Achillon. Grübelt nicht darüber. Helfen wir den anderen. Ich muss näher ran. Ihr hättet uns ich beitreten können. Ist oben. Toll. Ich meine da mit den geflügelten Blüter. Komm mal runter hier. Der Aufstieg das kann euch nicht von der Abschaum bereit. Ihr könnt nicht gegen die Verschmelzen bestehen. Ich muss näher ran. Ah, da ist noch ein anderer Partner. Das ist okay. Er spielt den Tanks weg beim Questen. Das ist zu wahrscheinlich hat er von Anfang an den Tanks weg hier gesammelt. Hat er wahrscheinlich nicht mal eine Zweihandwaffe genommen. Sind von der Art schon geblendet. Beweist eure Loyalität. Ihr kennt die Wahrheit, Aspirant. Wer der Archon treu ist, muss bestraft werden. Werden die Wahrheit erfahren. Und ich bin außer Reich. Ihr seid viel zu stark. So, jetzt habe ich alles beide gleichzeitig gemacht, weil der andere Mob auch gleich dabei ist. Champion, hier bieten wir Ihnen die Stirn. Ich habe die Schriftrolle zum Ritual gefunden. Meine Hilfe gehört euch. Öffnen die Tore. Gut gemacht, mein Seelenband. Womit kann ich zu Diensten sein? Unser Aufstieg ist jetzt nah. Ihr seid ein Vorbote der Veränderung. Das Set wird mir nur noch zum Transmoggen was bringen. Kommt alle. Aber da kann ich gleich mal gucken, wie der Umhang aussieht. Ich passe der gerade besser wieder, den ich jetzt habe. Was ihr sucht. Der neue von dem Pakt. Ah, der ist jetzt schon wieder. Der hat schon wieder dieses Goldene, ne? Das ist jetzt irgendwie auch schon wieder. Da hat er noch gar nicht in den Transmog-Verlage rein. Ah doch, des selbstlosen Schmieds. Das ist schon das Ding hier. Aber das passt jetzt aber wieder gar nicht. Das ist jetzt wieder so Gold. Ich weiß nicht, was ich. Noch der Meinung, die geilsten Umhänge hat echt Pandaria hervorgebracht. Wenn man mal hier diese Pandaria-Sektion anguckt, die ganzen Dinger hier, dann kommt natürlich auch der Legendary-Umhang hier, der da. Sieht dann alles einfach nur geil aus. Kann man halt echt nichts sagen. Und verdammt geile Umhänge.
eure Füße gute Pfade finden. Okay. Ich diene nicht nur der Bastion, sondern den gesamten Schatten. Und so beginnen wir. Unseren Wegen bleiben wir treu, lernen stets dazu und bessern uns in unserer Berufung. Wir vertrauen auf die Ordnung der Schattenlande und unsere Rolle darin. Dem Herz eines Kyrianers ist Zweifel fremd. Was uns auch erwartet, wir bleiben stark. Kein Hindernis noch Tragödie lässt uns wanken. Wir dienen nicht nur unseren, sondern allen hilfesuchenden Seelen im Universum. Die Tore öffnen sich. Und auch wenn wir dieselben durchschreiten, führen sie uns in unterschiedliche Welten. Bin bereit. Viel Glück allerseits. Mögen unsere Pfade sich im Triumph treffen. Soll ich irgendein Tor benutzen? Nicht wurscht, gehen oder? Wir. Es ist Zeit, den Schleier zu durchschreiten. Willkommen, Kleia, auf Azeroth. Als letzte Prüfung werdet ihr eine Seele aus einer Stadt namens Seenheim im Rotkammgebirge tragen. Bitte, ich muss meine Familie beschützen. Nehmt mich ihnen nicht. Weint nicht, Bernhard. Boah, ich mache jetzt hier voll die Engelaufgaben, Alter. Ich freue mich noch mehr. Wir sind da, um euch zu helfen. Lasst uns euer Ende sehen. Der Friedhof? Warum bin ich... Egal. Ich muss nach Hause und sehen, ob meine Frau etwas braucht. Unfassbar. Aber alles scheint in Ordnung. Gut, komm, sind mir. Das wirklich seine letzten Augenblicke? Bald versteht ihr. Diese ruhigen Momente dienen dem Verständnis seiner Seele. Hey, Vernon, ist das Boot wieder undicht? Noch schlimmer, Ben. Der Fels hat das Holz komplett durchschlagen. Ich bring dir später ein paar Bretter vorbei. Geht aufs Haus. Alter, einfach mal so ein normales Leben im Rotkammgebirge von so einem Bauern. Der voll RP-like hier. Wie läuft dein Tag? Komm schnell zurück, wenn du fertig bist. Ich habe eine Holzlieferung für den Magistrat. Gerne, mein Schatz. Hallo, Papa. Bist du gekommen, um mir im Garten zu helfen? Bin ich. Nur einen Augenblick. Ich habe die Limonade getrunken. Es ist nicht viel übrig. Trink sie nur, wenn du richtig Durst hast, ja? Ich spare sie mir für später auf. Hab dich lieb, Papa. Ich dich auch. Hasenjagd. Karnickel. Überall Karnickel. Alter, der macht jetzt für seine Frau wie viele Kinder? Kinder? Zwei. Die Tochter und den Sohn. Der macht jetzt für vier Personen. Ich habe nach dir gesucht. Weil zwei Personen kleine Kinder sind. Danke, mein, das Abendessen Fleisch steht auf dem Tisch, wenn du fertig bist. Nicht Hasen. Ich bin zurück, Alter. Bevor du Kaninchen im Kaninchenstall sagen kannst. Bei dem will ich auch zum Essen kommen. Wenn der so viel Futter macht, das kann doch eh keiner wegessen. Nicht nur seine Familie, sondern das ganze Dorf scheint ihn zu lieben. Welch simples Leben. Was hat ihn zu uns geführt? Ah, Ben. Wir sprechen gerade darüber, vielleicht die Miliz wieder einzuführen.
Wärt ihr bereit, sie wieder anzuführen? Tut mir leid, Solomon. Für mich gibt es nur noch ein ruhiges Leben mit Farmarbeit und Holzfällen. Magistrat! Die Geißel! Greift an! Die Geißel? Alter, was? Ach, denn die Geißel hier im Rotkorngebirge, ey. Das Rathaus ist unsere beste Chance. Ach ja, die waren ja auch im Dunkelhain, natürlich. Die Geißel? Nein, keiner von ihnen wird überleben. Mögen die Reisen sicher sein. Sucht ihr was Bestimmtes? Was kann ich für euch tun? Fenster verbarrikadieren. Das sind wir hier im Black Ops Zombie-Modus oder was? Die hinteren Fenster will er ja nicht machen. Fehlt denn dann für eins? Ach so, beim anderen Gebäude noch. Sag das doch gleich. Ach so, du verbarrikadierst erst die Fenster und warnst dann deine Familie. Ja, das ist schlau. Ja. Deine Frau ist jetzt schon eine Geißel. Hast Pech gehabt. Guten Morgen, Liebling. Gib acht, Liebster. Kinder, rein mit euch. Meine Familie. Ich werde euch beschützen. Welch grausamer Tod für einen schlichten Mann. Sein Mut ist grenzenlos. Ihr habt euch Frieden im Jenseits verdient, Ben. Heißt, lässt er mich nicht mehr heilen. Ja, okay, man soll hier sterben, oder? Meine Familie. Hilflos zurückgelassen. Eure Zeit in Azeroth ist abgelaufen. Habt keine Furcht, denn in eurem Tod lebt ihr. Die Dürre hält sich hartnäckig. Ben, ich werde eure Seele schützen. Unser Ziel und euch in eine neue Welt geleiten. Das Horn des Schleierflugs ruft Aufgestiegene, die euch nach Orenbos bringen. Dort empfängt Ben sein Urteil. Hey, lol. Aber ist das nicht aktuell das Problem, dass alle in den Schlund kommen? Ich bin sehr gespannt, in welches Reich man euch schickt. Man wird eure Selbstlosigkeit und Tapferkeit belohnen. Orenbos. Ich war seit Äonen nicht mehr hier.
Richterin wird nun über Bens Seele urteilen und ihn in sein verdientes Leben nach dem Tod schicken. Ja, und die Richterin ist jetzt wahrscheinlich irgendwie verflucht oder so und dann... Sie sollten aus Uribos heraus in ihre neuen Reiche strömen. Haut sie denn einfach in den Schlund oder so. Das ist so meine Vermutung. Aber das ist ja irgendwie dieses Problem aktuell. Aber wieso kommen sie alle in den Schlund? Ben! Abgeben. Die Anima-Dürre wirkt sich nicht nur auf die Bastion aus. Die Macht des Kerkermeisters wächst und die ganzen Schattenlande leiden. Gestattet mir, euch den Weg große zu zeigen. Große Dunkelheit hat ich unsere Richterin befallen etwas darüber und nachdenken. Sie in einen endlosen Schlund versetzt. Seit diesem Tag wurde keine Seele mehr verurteilt. Alle gingen an die Schrecken des Schlunds verloren. Ich verstehe. Okay. Sag mal, gibt's irgendwann ein Item oder so, das mich direkt zu diesem elysischen Feste transportiert? Ich muss da jetzt mal im Hutmeister hin. Das ist immer mega nervig. Mal gucken, ob das dann schon wieder der Story-Part war. Wobei, den letzten haben ja auch ein kleines bisschen mehr Aufwand gebracht. Warum tragen wir weiterhin Seelen, wenn wir wissen, dass sie direkt im Schlund landen? Ich bin der Wille der Arche. Es ist nicht unsere Aufgabe, Seelen in ihr rechtmäßiges Nachleben Aspirantin zu bringen, sondern sie durch den Schleier zu tragen. Es tut gut, die euch Archon zu sehen. Die Archon sucht mit wir den anderen Ewigen nach einer Lösung für welch dieses Problem. Wir müssen ihr helfen, indem wir unsere Pflicht tun. Um jeden Preis. Ich verstehe. Danke, Polemarch. Thank you.
Es ändert natürlich jetzt einiges, wenn die jetzt herausgefunden haben, dass es gar keinen Sinn mehr macht, die Seelen unten abzuholen. Aspirantin Clora, ihr seid eine wahre Kämpferin und eine geduldige Lehrerin für die, die euren Rat suchen. Wollt ihr üben? Nun schließt ihr euch den Aufgestiegenen als Jüngerin des Mutes an. Aspirantin Sophone, tretet vor. Wie kann ich euch behilflich sein? Aspirantin Sophone, ihr seid eine Schmiedin jenseits aller Erwartungen. Sind meine Hände ihr habt gefragt? Mit eurem Dienst an anderen eure Hingabe an die Bastion bewiesen. Heute schließt ihr euch den Aufgestiegenen als Sammlerin an. Aspirantin Clea, tretet vor. Ihr seid ein Vorbote der Veränderung. Oh, Cutscene. Ihr seid eine Mentorin für alle. Und auch eine tapfere Verteidigerin der Bastion. Heute werdet ihr zur Aufgestiegenen. Mit euren Ritualen, Archon, die Wahrheit. Erhebt euch, Verschmähte! Devos, ihr führt diese Rebellion? Die blinden Erlasse der Archon bringen uns in Gefahr. Wir gehen einen neuen Weg. Die Spitzen des Aufstiegs werden den Verschmähten gehören! Aufgestiegene, schlagt sie zurück! Peregons, zu mir! Devos muss gestoppt werden! Die Worte der Archon! Verteidigt die Festung! Womit kann ich zu Diensten sein? Clea, jetzt muss ich erstmal in Ruhe meine Hosen anziehen und Durant machen. So lange wird der Krieg ja wohl warten können. Glücksbringer und Beute, natürlich. Lebt wohl! Außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ist zu weit. Ich bin außer Reichweite.
schwarzen Engel, Alter. Ich bin außer Reichweite. Das ist entfernt. Euer Kommand ist inaktiv. So, was jetzt? Ah, dahinter. Ah, wie komme ich denn? So. Ich bin außer Reichweite. Macht euch kampfbereit. Alter, was? Niemand hätte das voraussehen können. Vor allem dieser Friedhof ist genau da, wo ich hin will. Aber ich habe halt den Wiederbelebungs-Debuff, wenn ich... Wenn das nicht... War das die Quest? Aufgestiegenen Beschwerden. Ja, was soll ich dafür tun? Hä, lol? Ich habe hier keine Questmarkierung oder so. Ach so, da drüben jetzt. Okay, das habe ich gerade gemacht. Und sich da einfach rüber warpen lassen. Das ist zu weit entfernt. Ich bin
So, dann läuten wir mal die Glocke. Ihr Kommandant hat die Audienzkammer besetzt. Ihr müsst ihn konfrontieren. Alter, der ist da in der Mitte, in dem Oberchief. Oberchief-Bereich, ey. Wir raiden hier einfach unser Ding, ey. Voll der Müll. Alter Uta! Alter Uta, mein Freund, was soll denn der Scheiß? Was, mein Guter? Nicht mit den Pala-Fähigkeiten zur Vernunft bringen, dass sie an seine alte Vergangenheit zurückerinnert. Die Verschmähten ziehen sich zurück. Zumindest von der Festung. Kommt zurück. Wir müssen uns sammeln. Alter. Ich diene nicht nur der Bastion, sondern den gesamten Schattenlanden. Geht ein Seelenband mit. Ja. Kommt, ziehen wir uns in die Seelenbandkammer zurück. Ich muss gestehen, ich habe euch in der Bastion zuerst nicht als Person, sondern als Antwort auf meine Sorgen gesehen. Ihr habt euch schnell als viel mehr erwiesen. Ein treuer Verbündeter, eine starke Schulter, ein Freund. Wir waren begeistert von der Nachricht, dass ihr zur Bastion zurückkehrt. Wir beide haben gelernt, uns auf euch zu verlassen. Und mir habt ihr geholfen, meine Träume zu verwirklichen, aufzusteigen. Es ist mir eine Ehre, das Seelenband mit euch einzugehen. Verbinden wir unsere Seelen. Die Zukunft der Bastion liegt in unseren Händen. Bewahrt ich muss hier bleiben und mich heilt. Also los, beschützt die Spitzen Führung. Für mich. Interessant. Eure kritischen Treffer gewähren euch Stapel von tapferen Stößen. 20 Stapel. Wenn ein Gruppenmitglied in der Nähe unter 50% Gesundheit fällt, verbraucht ihr diese Stapel. Stapel. Also. Okay. Na gut, es ist dann schon eher der DD-Effekt, den Etter.
So, und das ist jetzt eine Inni-Quest. Ja, tötet Devos, Paragon des Zweifels in den Spitzen des Aufstiegs. Könnt ihr ja jetzt die Spitzen des Aufstiegs Heroik spielen. Gleich mal um Heroiks zu sammeln. Die Inni mache ich natürlich jetzt auch als Teil der Story, weil das ist ja letztendlich Teil der Story. Ihr sucht mich. Unsere Aufgabe ist heilig. Unsere Wacht ist. Ich mache, während ich die Inni suche, die Quest da oben. Ein bisschen Gier. Aber das ist ein Zugmeister. Unser Ziel ist klar. Unsere Wache. Wahrscheinlich kommt die Inni eh schon vorher. Ah, während der fliegt, mache ich mal eine kurze Pause. Bin gleich wieder da.
So, wieder da. Was ist denn Phase? Gladiatoren in der Arena werden in Stücke geschnitten. Findet etwas, damit wir sie zusammennähen können. Warum müssen denn jetzt gerade so viele Leute auch diese Weltquest? Doch immer der gleiche Scheiß. Es ist eine Ehre, die Fackel der Herausforderung zu tragen. Entzündet die Kohlenpfannen, um die großen Häuser zur Arena zu rufen. Doch ihr müsst schnell sein. Die Dropraten sind ja so grottig. Ach, jetzt droppen sie auf einmal. Aber erst brauche ich 10.000 Kills für einen.
an. Gemeinsam. Gute Arbeit! Das sollte mindestens für noch eine Runde ausreichen. Habe ich hier schön. Brustplatten brauche ich keine höhere mehr. Ja, dann haben wir hier die Quest schon wieder erledigt. Schauen wir gleich mal, wo es noch interessante Weltquests gibt. Ah, jetzt gibt's nichts mehr. Dann machen wir das einfach mal so. Suche ich jetzt auf Non-Heroic auch noch. Wir haben geöffnet. Ich brauche nur, dass ich die doppelte Chance habe, eine Ini zu finden. Es braucht nur eine Assassine. Dann fliege ich mal zur Elysischen Feste, weil ich da höchstwahrscheinlich die Quest abgeben muss, wenn ich mit der Ini fertig bin. Doch jetzt nicht so schwierig sein, eine Instanzgruppe. Gibt's doch nicht. Ich meine, ich habe mich gestern ja schon drüber ausgelassen, dass es ja auch jetzt schon wieder als DD scheiße ist, eine Gruppe zu finden. Im LFG-Tool meine ich.
Ja, die wichtigsten Set-Teile von dem neuen Set habe ich noch nicht. So dass ich die Rüstung schon mal als Transmog hernehmen kann. Ja, ich habe gerade mal den Umhang. Stulpen und die Hose. Hose und Handschuhe sind halt scheiße. Der Rest nicht. Auch halt wenn dann mindestens noch die Brust und die Schultern, weil den Schuhen könnte ich vielleicht noch eine Ausrede finden, aber Brust und Schultern sollten schon noch sein, wenn ich die Hose und die Hände habe. Das Licht der Archon leuchte euch. Okay. Ja, die hier wäre noch so dunkelgolden. Das wäre noch eine Idee. Ich glaube, das sind so Schultern von dem Pala-Set, oder? Dein geschmiedet. Last der Sterblichen. Last der Sterblichen. Der hätte auch passen. Da wäre halt gleich das Lila wieder dabei. Hobbeln da. Ich guck mal, ob ich eine passende Hose finde. Einblatten des Reinen zieht Skamaschen des Nahen. Ach, des strahlenden Ruhms ist es praktisch wie. Ah, das wäre aber dann. Das wäre dann wieder dieses Oberteil, oder? Ja, das Ding.
Das hier wäre aber im Rennen wieder das. Gürtel der Schwarz. Der wäre halt so prächtig, ne? Aber der hier ist, glaube ich, der, wo zu der Hose gehört. Aber da die Hose und das Oberteil keinen guten Abschluss zueinander haben, ist der große besser. Jetzt kriege ich doch noch ein dunkelgoldenes Set zusammen, das nur noch Hände gucken. Ja, genau die Dinge. Lernen. Die sind super. So, jetzt gucken wir gleich noch nach Schuhen. Oh. Nee, die sind super. Ja, die Dinger halt, ne? Oh, das sieht super aus. Kauft mir ja komplett. Da gäbe es jetzt noch einen Helm dazu, aber ich bin immer nicht so ein Helm-Fan. Ich glaube, das ist der Helm hier, ja genau. Der Helm wäre der richtige zu dem. Oh, den hier würde ich nehmen. Frage, ob ich den Helm lasse. Wäre halt der perfekte Helm, aber ich habe keinen Helm. Ich will meinen Charakter. Nee, komm, ich mache jetzt nicht schon wieder den Lichtring. Nummer ist jetzt echt ausgelutscht. Dann das. Auf jeden Fall irgendwas, was auch. Vielleicht was auch ein bisschen lila dabei hat, wegen der Sekundärfarbe hier, dann wäre das auch geil. Wenn die Bobble jetzt lila wäre, ist perfekt. Da jetzt da eine Inni da ist, speichere ich das jetzt einfach ab als Fall. Nimm das ja an. Nimm die Inni an, damit ich das Outfit habe und die trotzdem starten kann. Jetzt bin ich gespannt, ob das heroisch oder nicht heroisch ist. Es ist sogar heroisch. Ja, nice. Ist ja der Best of Both Worlds, Alter. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. So. Wir sind weit in der Unterzahl. Die Verschmähten haben eine Schneise durch unsere Truppen geschlagen. Bezwingt ihre Nachhut, während ich Devos kontrolliere. Muss es dann das Schwert danach nochmal umholen? Das ist nicht ganz korrekt. Thank you.
wart das Paragon der Loyalität, Devos. Dabei habt ihr die ganze Zeit die Verschmähten angeführt. Boah, gleich so ein geileres Schwert auch als Item wäre auch geil. Ihr müsst ja jetzt Item Level 170 droppen, oder? So war das doch. Ah, ich werde bei irgendeinem Boss werde ich schon nicht bekommen, dann sehe ich es ja. Jo, Robben, sehr, ist alles fit. Erster Heroic Boss und kein Item gedroppt bekommen. Ich hab mal wieder Luck as fuck. Alter, Spam hat nicht meinen Chat voll, ey. Was ist los mit dir? Kommt zur Vernunft, Devos. Die Kyrianer müssen zusammenhalten. Nicht solange ihr sie befehligt. Sie verschmähten werden die Bastion einen neuen Pfad ebnen. Ich habe mitbekommen, dass du da bist. Hab dich doch schon begrüßt. Dein Hallo habe ich schon mitbekommen. Lügen soll man nicht, ja, das ist aber keine Lüge.
War das denn Discord? Jawohl, ich komm gleich. Ich mach noch die Ini fertig. Beziehungsweise die Kampagne von der Bastion soweit machen kann. All das im Namen des Dienstes. Aber wem dienen wir? Einer unfehlenden Richterin, tyrannischen Gesetzen, unsere Opfer waren vergebens. Das ist wie weit entfernt. Heroik ist auch in Ordnung. Hier werdet ihr sterben. Wobei Heroik auch nie das Problem war, aber eigentlich waren erst mythisch wirklich die Herausforderungen dann. Meine Schnelligkeit ist unübertroffen. Eure Siegkraft ist euer Untergang. Außer Reichweite. Meine Geschwindigkeit nicht übertreffen. Beim Single-Target ist dieser Charmy echt krass im Damage. Da komme ich nicht weiter, wenn der Damage macht. Aus den Schatten beobachte ich euren Untergang. Und wieder kein Loot. Schon wieder kein Loot. Wir opfern, weil wir müssen. Bürdensterblicher behindern nur unsere heilige Pflicht. Nein, ein Sterblicher war es, der den Wahnsinn eurer Edikte entlarvt hat. Thank you.
Widerstand muss bestraft werden. Alter, jetzt habe ich immer noch kein Loot. Ihr wollt mich doch alle verarschen, ey. Was ich in Utas Erinnerungen sah, erschütterte mich bis ins Mark. Aber ihr verschließt die Augen vor der Wahrheit, dass der Pfad eine Lüge ist. Und so habe ich dem Kerkermeister zugehört. Ich habe von dem großen Unrecht erfahren, das ihr ihm und uns allen angetan habt. Er holt uns aus den Gefängnissen, die wir uns selbst errichtet haben. Und dafür hat er sich meine Loyalität verdient. Und ich betrauere euren Verrat. Archon, ich zeige dir deine größere Macht an. Mit eurem Speer werde ich die Spitzen übernehmen und neue Paragons schmieden, die die Kyrianer anführen. Dieser Speer soll euer Herz durchbohren. Der Kerkermeister hat euren Verstand vergiftet, Devos. Ihr müsst aufgehalten werden, um jeden Preis. Ich bin außer Reich. Ich kontrolliere die Macht der Bastion. Das ist zu weit entfernt. Die Winde heulen vor Wut. Sterbliche, nehmt meinen Speer. Ich muss zuerst etwas anbieten.
Schreckliche! Nehmt meinen Speer! Jawoll. Und jetzt habe ich auch Loot bekommen. Kann ich mal gucken, was... 171, ja genau. Aber gerade den Umhang, der auch schon auf 171 bei mir ist. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, oder? Lang haben wir unsere sterblichen Leben als Bürde gesehen. Aber der hat bessere Sekundärwerte, der andere. Doch am Ende haben uns Sterbliche gerettet. Habt meinen Dank. Sobald der Kerkermeister besiegt ist... Jetzt transmog ich schnell fertig und dann gebe ich die Quest ab. Nabalis, Glücksbringer und Beute! Genau. Anderes Schwert. Oh ne, jetzt habe ich... Ja, das hier halt, ne? Ist halt recht langweilig. Na ja, gut, das Schwert mit Machtstrom, ja, das passt schon. Ihr steht vor den Aufgestiegenen. Wünscht ihr eine Aufgabe? Stufe 6. Mit der anderen Quest, wo muss ich die bringen? Seriöser Seelenspiegel hier. Reicht um Stufe 8. Okay, die Kampagne ist jetzt soweit durch. Andere ist für die Bastion. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mal den Kampagnenpart soweit zu Ende. Wir haben jetzt mal wieder einen guten Teil geschafft, haben eine Heroik-Indie gemacht und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir die Bastion-Kampagne weitermachen, wenn ich meine Ruhmstufe 8 erreicht habe. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, ciao und bis zum nächsten Mal.